Herzlich willkommen zu diesem Video über ein Crawler-Event in Luxemburg in einer verlassenen Eisenmine. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Das Eisenbergwerk Wallert wurde von 1891 bis 1963 betrieben. Mehr als 70 Meter unter der Erde befinden sich große Stollen auf zwei Ebenen und die beeindruckenden Hohlräume, die die Bergleute hinterlassen haben. In den Galerien werden Maschinen und Werkzeuge ausgestellt und sie zeichnen die Geschichte des Eisenbergbaus in der Region von 1860 bis zur Schließung des letzten Bergwerks in Lothringen im Jahr 1997 nach. Ich bin hier mit meinem Toyota Hilux Camper zum ersten Mal richtig unterwegs und die macht richtig Bock. Er basiert auf dem Marlin Crawler von RC 4-Wheel Drive. Darin verbaut ist eine Quick Run Fusion mit 1800 kV und noch ein FlySky Empfänger. Zusätzlich habe ich noch ein paar passende Felgen und etwas scaligere Reifen verbaut. Die Reifen sind Louis Griffin mit 106 mm Diagonale und 38,6 mm Breite. Die Lightbar, die ich montiert habe, habe ich bei AliExpress bestellt. Ihr findet alle verbauten Teile unten in der Videobeschreibung. Wir befinden uns aktuell in einem Teil der Mine, der normalerweise nicht für den Besucherverkehr freigegeben ist. Die Crawler Crew Luxemburg hat hier in Persona von Sven und Wursti einen richtig tollen Parcours hingelegt in dem Stollen mit vielen, vielen Hindernissen, die richtig Spaß gemacht haben und für jeden war etwas dabei. Hier ging es nochmal auf eine etwas größere Wippe, auf der auch durchaus mehrere Autos Platz gehabt haben. Und hier ging es nochmal in einen kleinen Seitenstollen, der mal nicht beleuchtet war. Da haben sich die Lichter an den Autos richtig bezahlt gemacht. Das Auto kommt standardmäßig mit Blattfedern. Diese sind allerdings recht steif, deswegen habe ich sie ein bisschen angepasst. Vorne ist eine Feder rausgekommen, sprich ein Blatt. Hinten habe ich sogar alle Blätter bis auf eins rausgenommen. Dann sind noch ein paar Dämpfer verbaut. Darin sind dann auch nochmal ein paar Federn zu finden. Die habe ich auch rausgenommen und somit federt das Auto jetzt richtig schön ein. An der Stelle hier bin ich dann doch ein bisschen ins Schwitzen gekommen, weil hier hatte eine extreme Seitenneigung, aber ohne Scheiß, die Kiste ist nicht umgekippt, ich war richtig begeistert. Irgendwann ist dann natürlich auch die Grenze erreicht, wie das Auto ausfedern und einfedern kann, aber trotzdem richtig klasse. Das Auto ist zwar als 1:10 ausgewiesen, aber manche Stellen waren dann doch etwas zu breit von der Spurbreite her. Wobei natürlich das Auto ist aus den 80er Jahren, da waren die Autos allgemein etwas kleiner und schmaler als heute. Also die Vorlage von dem Auto ist aus den 80er Jahren natürlich, ne? Nicht das Auto selber.
Auch an der Stelle war das Auto fast ein wenig zu schmal, aber irgendwie ging es dann doch. Viele Gänge und Gleise, die irgendwo hinführen und keiner weiß wohin, doch natürlich die Guides wissen es wohin, aber bei uns war alles ausgeleuchtet und wir haben alles wunderbar gefunden. Echt eine klasse Location. Eine kleine Wippe, da wollen wir doch mal schauen, ob wir die irgendwie in die Waage kriegen. Na, was meint ihr? Na, da hat es doch geklappt. Easy. Wunderbar. Und weiter geht's. So, und hier habe ich mich da mal ein bisschen an die Seite gestellt und die anderen ein bisschen vorgelassen. Ich hatte keinen Bock mehr, immer vorne wegzufahren. Ich wollte auch mal mittendrin sein, statt nur dabei. Insgesamt waren ca. 80 Autos angemeldet. Wie viel tatsächlich da waren, weiß ich nicht. Meine letzte Zählung waren so um die 40. Alle wurden in drei Gruppen eingeteilt. Ich war in Gruppe 2 und hier fährt ein Teil der Gruppe einfach an mir vorbei. Ich habe es dabei gefilmt. Vor mir ein sehr schön ausgebauter Toyota FJ40 von FMS. Auch ein Auto, was ich empfehlen kann, weil hier auch die Achsgeometrie wunderbar ist und alles sehr schön detailliert gehalten ist.
So, und damit sind wir auch schon am Ende von diesem Teil. Das ist Teil 1 von Teil 2. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.